Nach ihrer Berichterstattung aus dem Hochwassergebiet kursierte ein Video, in dem sich Susanna Ohlen vor der Schaltematsch auf die Wangen schmiert. Daraufhin wurden sie von RTL freigestellt. Nun geht es weiter für sie. Vor 2 Monaten ging ein Video von RTL-Reporterin Susanna Ohlen aus dem Flutgebiet in Bad Münstereifel rum. Es wurde von einem Beobachter aufgenommen und zeigt die Journalistin dabei, wie sie sich bewusst Schlamm ins Gesicht schmiert, wohl um darzustellen, dass sie selbst bei den Aufräumarbeiten mit angepackt hat. Vom Sender wurde sie daraufhin vorerst beurlaubt. Sie selbst zeigte wenig später Reue und teilte eine öffentliche Entschuldigung. Nun wurde eine Entscheidung über die berufliche Zukunft von Ohlen getroffen. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, werde Ohlen ab kommendem Montag, den 27. September, wieder in der Kölner Zentrale für RTL arbeiten. Man habe jedoch den Entschluss getroffen, sie nicht wieder als Moderatorin im Bereich RTL News einzusetzen. Generell gäbe es nach dem Ende ihrer Freistellung keine Rückkehr für Ohlen vor die Kamera. Sie werde in Zukunft als Planerin im Live-Ressort arbeiten, schreibt das Magazin, dessen Informationen von Senderseite bestätigt wurden. Die 39-jährige Ohlen selbst bezeichnete die Aktion Mitte Juli in Bad Münstereifel in einem Instagram-Post als schwerwiegenden Fehler. Mir als Journalistin hätte das niemals passieren dürfen. Als Mensch, dem das Leid aller Betroffenen zu Herzen geht, ist es mir passiert. Ich bitte um Verzeihung, schrieb sie auf Instagram. Nachdem ich an den vorherigen Tagen bereits privat in der Region geholfen hatte, habe ich mich vor den anderen Hilfskräften an diesem Morgen geschämt, in sauberem Oberteil vor der Kamera zu stehen. Daraufhin habe ich mir, ohne zu überlegen, Schlamm auf meine Kleidung geschmiert, erklärte sie weiter. Im Anschluss hatte sie sich eine wochenlange Auszeit von den sozialen Medien genommen, Anfang September nur ein kurzes Lebenszeichen von sich gegeben.